Sie soll die Stadtbücherei Augsburg in ein neues Zeitalter führen. Tanja Erdmenger ist seit April die neue Leiterin der Stadtbücherei. Vor allem geht es darum, die Digitalisierung voranzutreiben. Für Tanja Erdmenger eine Aufgabe, wie auf sie zugeschnitten. Denn Digitalisierung ist kein Fremdwort für sie. Digitale Medienbildung und Transformationsmanagement, so lautet der Schwerpunkt ihrer Arbeit bei ihrer vorherigen Station, der Münchner Stadtbibliothek. Die neue Leiterin rechnet mit tiefgreifenden Veränderungen durch die Digitalisierung. Die Stadtbücherei Augsburg ist, was ihren analogen Bestände, also die Bücher und anderen Medien anbetrifft, schon ganz gut aufgestellt. Aber im Bereich der digitalen Medien besteht noch Nachholbedarf. Das heißt, die Bestände werden sich mehr künftig durchmischen, auch mit Datenbankangeboten und anderen Plattformen. Auf den Rückgang analoger Medien reagieren bereits viele Büchereien weltweit. In London werden Stadtteilbüchereien in sogenannte Idea-Stores verwandelt. Wichtig ist die Optik, sprich, dass Bücher ansprechend präsentiert werden. Aber auch neue zusätzliche Angebote wie Yoga- und Salsa-Kurse oder Informationen über Wohnförderung. Im amerikanischen San Antonio verzichtet die Bücherei bereits seit den 90ern gänzlich auf Bücher. Stattdessen gibt es Räume mit Computern. Für Erdmenger kein denkbares Modell. Ich denke, es bleibt eine Kernaufgabe von der Bücherei, Medien aller Art zur Verfügung zu stellen. Das hat sich jetzt gerade in der Corona-Zeit erwiesen, wie wichtig auch Bücher noch für unsere Kunden sind. Wichtig ist dabei, dass diese attraktiv und aktuell sind und also ein Entweder-Oder von digitalen und analogen Medien steht nicht zur Disposition. Allerdings weiß Tanja Erdmenger nicht nur sehr genau, was sie nicht will. Sie hat auch klare Vorstellungen davon, welchen Charakter die Stadtbibliothek künftig haben soll. Eines ist unabdingbar: ein Ort zu sein, der vereint und für alle zugänglich ist. Die Bücherei soll in erster Linie ein Ort sein, an dem man immer wieder gerne herkommt, an dem man gerne verweilt, an dem attraktive Veranstaltungen angeboten werden, aber auch der Bestand attraktiv ist. Und es soll ein Ort sein, der zunehmend auch für Bürgerinnen und Bürger als eigene Plattform dienen soll, um auch den Demokratiegedanken zu fördern. So wird die Stadtbücherei auch in Zukunft für jeden das sein, wonach er oder sie gerade sucht. Ein Begegnungsort, ein Ort zum Lernen und zur Bildung oder einfach nur eine Quelle der Inspiration.